Die Kabbala kann, wie wir gesehen haben, als eine Art Urgeschichte kosmologischer und existenzieller Art gesehen werden. Eine Veranschaulichung, insbesondere auch in der Illustrationsmöglichkeit durch den kabbalistischen Lebensbaum, existenzieller Seinsvorgänge. Wir sehen in der Kabbala mit einer Bezugnahme und Parallelisierungsmöglichkeit auf neuplatonische Philosophie, wie sich die eine Seinsursache, neuplatonisch Tohen, kabbalistisch Ein Sof oder Ein Sof Aure, auswirkt über verschiedene Stufen der Seinsentäußerung bis ins Materielle, bis in unsere menschliche Existenz. Und wir sehen auch, wie die einzelnen Seinsstufen miteinander interagieren, harmonisch oder disharmonisch, und wo wir selbst unseren Platz finden können. Eine Dreiteilung der Seele in Nefesh, Ruach und Neshama, vergleichbar bei Platon, die triebhaften Anteile der Seele, die mutbetonten Anteile, die vernunftbetonten Anteile, vergleichbar bei Freud, das Es, das Ich, das Über-Ich, das scheinen fundamentale Einsichten in die Natur der menschlichen Kondition zu sein. Vielleicht nicht im Sinne einer objektivierbaren Realität, aber als eine Versinnbildlichung dessen, wie der Mensch über seine eigene Psyche denkt. Was meinen Sie, meine Damen und Herren? Stimmen diese Parallelisierungen? Gibt es immer eine Dreiteilung der menschlichen Seele? Ist das real oder ist das nur unsere Vorstellung? Und sind wir hier, wie so oft, im Gefängnis unseres eigenen Kopfes unterwegs? Schreiben Sie es gerne in die Kommentare. Wir lesen uns.